Servus und willkommen hier auf dem Münchner Oktoberfest. Ja, am Wochenende, da waren schon über 500.000 Besucher hier auf der Wiesn. Ich war natürlich auch schon ein paar Mal in meinem Leben, aber ein richtiges Urgestein, ein richtiges Wiesn-Urgestein, kann man so sagen? Ja, ist der Berry hier? Nein, du bist der Profi hier, oder? Ja, ja. Und nein, das ist der Profi, schau, der steht direkt im Bild und das ist live, das ist das Schöne. Ja, ja. Nein, ich bin tatsächlich das 26. Jahr im Einsatz, also mit Kamera. Und ja, da kann man schon ein bisschen was erzählen, glaube ich, aus 26 Jahren. Und das Wichtigste, kann ich dazu sagen, beim Oktoberfest ist neben dem Bier und die Händel und der guten Stimmung das richtige Wetter. Ja, dafür bin ja ich dann. Ich hoffe, dass du nur beste Nachrichten für mich hast. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, wir müssen erst einmal Kettenkarussell fahren und uns ein bisschen einschwingen. Jetzt scheint zumindest die Sonne. Kann ich das beeinflussen? Schauen wir mal, wie es danach geht. Auf geht's, gehen wir. So ein bisschen Angst machen. Ich halte mich am Mikrofon fest, da kann nichts passieren. 80 Gesamt, 70 Flughöhe. Schaust du entspannt aus? Total. Also, wenn ich dir ein unwichtiges Detail sagen darf, es ist für mich auch die erste Fahrtherrin. Okay. Oh Gott, wir sind ja noch nicht mal zur Hälfte oben. Und es ist noch nicht mal die Hälfte. Also für Menschen mit Höhenangst absolut nicht empfehlenswert. Nee, wahrscheinlich. Ansonsten mit Sicherheit, wenn das jetzt so ruhig bleibt. Gemütlich, ja, jetzt ist es noch gemütlich, aber nicht hochgucken, nicht hochgucken. Ein weiß-blauer bayerischer Himmel. Die Alp, ah, da hinten. Da ist irgendwas Graues am Himmel, aber okay. Ja, solange wir nicht rückwärts losfahren. Oh, man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Oh, die Frisur sitzt. 3 Wettertakt. Ja, bei mir ist wurscht. Das war wirklich eine super Fahrt, eine grandiose Aussicht über der Stadt. Vielleicht ein bisschen windig, ein bisschen frisch da oben, aber wer keine Höhenangst hat, sollte das auf jeden Fall machen. Nicht ganz so traumhaft wird das Wetter jetzt für den Dienstag, ausgerechnet zum Familientag. Da zieht nämlich im Tagesverlauf ein bisschen Regen auf. Das ist meistens so leichter Regen, Nieselregen, aber am Nachmittag kann es auch mal ein paar kräftigere Schauer geben. So einen richtigen Duscherer kann es da quasi mal geben und viel mehr als 10 Grad bekommen wir auch nicht. Aber nur noch zum Schluss die gute Nachricht. Das ist der schlimmste Tag der Woche hier in München. Danach geht es aufwärts. Es wird deutlich freundlicher und wärmer. Und damit Servus und bis bald hier vom Oktoberfest.